Im Streit um das Aus des Verbrennermotors zwischen Berlin und Brüssel scheint die Bundesregierung dann doch offenbar nachzugeben. Das berichtet zumindest der Spiegel, denn das Verkehrsministerium soll der EU-Kommission einen Kompromissvorschlag vorgelegt haben. Verkehrsminister Wissing will danach die geplanten Flottengrenzwerte nicht mehr neu verhandeln. Die neuen Grenzwerte sehen vor, dass in der EU zugelassene Autos und leichte Nutzfahrzeuge ab 2035 keine Treibhausgase mehr ausstoßen dürfen. Dafür fordert der FDP-Politiker, dass die EU-Kommission erklärt, die Zulassung von ausschließlich mit sogenannten E-Fuels betriebenen Autos soll dann auch nach 2035 möglich sein. Schauen wir damit nach Brüssel zu Christina Lewinsky, die für uns diesen EU-Gipfel beobachten wird. Christina, es ist ja sehr interessant. Wir haben eben über die Agenturen gelesen, dass der FDP-Generalsekretär sagt, nee, so ist das nicht. Dieser Streit ist noch lange nicht vom Tisch. Also was zeigt das? Wie sehr wird dieser EU-Gipfel tatsächlich von der Debatte über das Aus für den Verbrenner 2035 und dem Veto Deutschlands überschattet? Also es ist sehr interessant zu sehen, wie stark dann doch gestern die Verärgerung, die Irritation war bei den anderen EU-Staaten und wie viel Sturm der Entrüstung dem Bundeskanzler dann auch entgegengeschlagen ist. Da hieß es unter anderem, Brüssel sei kein Wunschkonzert, wenn man hierher komme. Da könne nicht jede Regierung einfach bereits geeinte Positionen wieder über den Haufen werfen. Man war einfach verärgert über das Wie der deutschen Bundesregierung, dass man kurz vor Schluss auf der Zielgerade eben sagt, so wollen wir das nicht tatsächlich durchwinken. Und es war auch die Rede davon, dass wenn das Schule machen sollte, im Prinzip die gesamte Entscheidungsarchitektur auf dem Spiel steht, Europas, und dass im Prinzip auch ja, so ein bisschen das Ansehen der europäischen Institutionen damit aufs Spiel gesetzt wird. Also das waren harsche Worte der Kritik an der deutschen Bundesregierung. Olaf Scholz, der hat ja versucht, das Ganze zu verteidigen, hat gesagt, die Gespräche seien auf einem guten Weg. Jetzt haben wir gestern den Fall gehabt, dass das Verkehrsministerium dann geantwortet hat auf die EU-Kommission und man sagt wohl, jawohl, wir akzeptieren das so, wir wollen diesen Gesetzestext nicht mehr anrühren, aber wir fordern, dass die EU-Kommission eine Erklärung abgibt und eben sehr wohl sagt, wir werden bis Herbst eine Rechtsgrundlage schaffen, die dann eben erlaubt, dass ab 2035 Verbrennermotoren ausschließlich mit synthetischen Kraftstoffen, also mit diesen sogenannten E-Fuels, fahren dürfen. Man muss aber sagen, selbst wenn es so eine Rechtsgrundlage geben würde, dann könnte die von EU-Parlament und EU-Rat ausgebremst werden. Also das Ganze ist noch nicht in trockenen Tüchern und so kann man sicherlich auch die Aussage des FDP-Generalsekretärs Gyrsaray verstehen, weil man eben gestern erst geantwortet hat aus Sicht des Verkehrsministeriums und jetzt steht eben die Antwort der EU-Kommission wieder aus, weil sollte die jetzt sagen, nein, so eine Erklärung für eine Rechtsgrundlage bis Herbst, die geben wir nicht ab, dann könnte es natürlich sein, dass Volker Wissing, der Bundesverkehrsminister, dann wieder neu tatsächlich ansetzen möchte, wenn sein Kompromissvorschlag nicht durchgeht. Also das heißt, so ganz vom Tisch ist das Ganze immer noch nicht. Du wirst diesen Gipfel weiter für uns beobachten in Brüssel. Christina, danke erstmal für den Moment.